Moin Leute, herzlich willkommen hier auf Burgenland Mittelkreis. Ne? Nervt schon wieder die Kamera, die macht das schon wieder nur Spirenskis hier, ne? Das Ding da. Mit der Helligkeit. So, alle haben gesagt, wir warten. Svenny, guck mal. Vielleicht magst du ja auch spielen. Ja, vielleicht mag ich auch spielen. Ich habe den Hof jetzt erstmal soweit eingerichtet. Ja, dass man. Ja, ist es. Gut draus spielen kann. Ja, wir besitzen 1, 2 Flächen bis jetzt. Wir haben noch ein bisschen Geld. Wir haben 1, 2, 3, 4 Wiesen. Wir haben sogar 5 Flächen, ne? Aber ich glaube, hier machen wir Gras. Auf der 1. Ach, da ist eh Gras. Also von daher Grasflächen. Ja, das besitzen wir. Das ist das, was wir jetzt besitzen. Ich habe mich für diesen Hof entschieden. Ja, also ich weiß nicht, welcher Hof ist der. Müssen wir eben nachgucken. Kuhhof Kiependorf. Kiependorf, wie auch immer. Für den Hof habe ich mich entschieden. Ich habe sie mir alle angeguckt. Bei Mettvorstellungen oder so brauche ich ja gar nicht machen. Wisst Bescheid, ne? Gibt schon ganz viele von dem Netz. Haben meine Bogeninformationen mir zugelegt, das habe ich auch gemerkt. Ich habe ein bisschen was dazu gebaut, aber auch nur 2 kleine Sachen diesmal, mehr nicht. Ja, und habe mich halt hier für diesen Hof entschieden. Ne? Kuhstall ist dabei, Hühnerstall. Hab schon so ein bisschen Fuhrpark hier hingestellt, so was wir dann so brauchen. Wundert euch nicht, wir spielen diesmal komplett mit einem anderen Fuhrpark eigentlich, außer maschinentechnisch, ne? Maschinentechnisch. Wenn du was hast, dann benutze das immer. Wie gesagt, Krone-Kombi, ne? Für Heutechnik habe ich mich zu entschieden. Klar ist das kleiner Schwader, aber die Wiesen sind auch nicht so groß, was ich bis jetzt gesehen habe, ne? Also von daher können wir damit fahren. Tiere haben wir noch keine, weil wir noch keine Futtermittel dafür haben. Deswegen haben wir auch noch keine Tiere. Also der Hof ist nicht schlecht gemerkt. Ne? Göwald Presse habe ich mich für entschieden. Wir fahren Rundbahn. Sind das eigentlich unsere? Das ist bestimmt Deko, ne? Nee. Guck mal, wir haben schon Stroh. Gut. Hier so ein Abdach, ne? Wie gesagt, wir müssen den Hof noch ein bisschen weiter einrichten. Deswegen haben wir auch noch 430.000 Glocken. Wir haben noch keine Tiere. Nix, ne? Kuhstall. Da ist auch noch nichts drin. Hofsilo. Hier kannst du durchfahren. Habe ich noch gar nicht gesehen, du. Guck mal. Hier so ein kleines Abda. Hier Hühner. Die werden wir als erstes uns zulegen. Ja, ich wollte noch eine Direktvermarktung eigentlich bauen, ne? Habe ich total vergessen. Muss ich noch machen. Wie gesagt, hier Hofsilo. Eine kleine Miste. Die werden wir auch brauchen. Hier oben schöner Strohboden, ne? Also kann man sich entscheiden, ob man hier die Ballen einlagert oder da hinten in der Halle. Das weiß ich noch nicht. Hier ist eine kleine Werkstatt. Wie sagen wir so ein kleines Ding? Was ist das denn hier? Oh, ein Dieselfass, ne? Was bist du? Auch ein Hofsilo, oder was? Kannst wahrscheinlich Saatgut und alles kaufen, ne? Wie gesagt, wir müssen uns nach und nach hier langsam einfinden. Hier ist auch noch ein Silo. Was bist du? Ein Wassertank. Gut, dann wollen wir gar nicht selber Wasser holen vorn. Das ist das. Wie heißt es hier? Ist die Halle ja dazu? Hier steht unser Fuhrpark gleich, ne? Ich habe bis jetzt hier mir 2 kleine Rinderställe hingesetzt, weil ich hier mit dem Wohlenmast spielen möchte, ja? Die habe ich jetzt erstmal hier so hingestellt. Die sind auch noch nicht voll, müssen wir uns auch erst noch um Futtermittel besorgen. Also Futtermittel ersuchen, bis wir das so hinkriegen. Ja, Direktvermarktung, denke ich, werden wir mit reinnehmen. Ich weiß es aber noch nicht. Das ist unser 6R, ne? Hyundai. Wir spielen hier ausnahmsweise mal mit Hyundai. Weil sonst spiele ich ja so gut wie nie mit John Deere. Ich habe mich jetzt hier für den 6R entschieden, ne? Mit Horvel. 2 Drehschemelkipper, ne? Das ist unser Abfahrgespann. Das ist unser Mittelklasse-Traktor. Hier unser kleiner John Deere Frontladerschlepper brauchen wir ja, ne? Das ist ein 6410, ne? Kleines Moped mit Frontlader. Quicke,
Pike dran. Ballenwagen habe ich dazu genommen, den brauchen wir ja. Ne? Ich habe mich hier für den entschieden, den habe ich im Mod-Ordner. Dann habe ich mich mal für einen ganz anderen Drescher entschieden. Ne? Der New Holland, der kam ja letztens irgendwie mit dem Update. Den habe ich jetzt mal ausnahmsweise damit reingenommen. Weißt du, hier sind die Flächen nicht klein. Ich habe mir gedacht, die brauchst du auch mal ein bisschen was an Schneidweg. Probieren wir den ganz einfach mal aus. Ja, weil ich auch nicht weiß, wie lange das Let's Play hier geht. Ob ich hier glücklich werde, ich habe keinen Plan. So war meine Denkensweise. Dann haben wir hier einen Düngerstreuer, ne? Ich habe mich für diesen entschieden, weil wir den eigentlich nie benutzen und der eigentlich echt gut ist, ne? Hier mit Gestänge und allem drum dran. Spritze für Unkraut, ne? Gezogene Kuh. Mein Lieblingskalkstreuer, den benutzen wir ja immer. Also das ist ja wohl Standard. Dann habe ich mich für die Horsch-Drillmaschine entschieden. Das Horsch-Pack ist rausgekommen. Ich zeige euch gleich noch die Maschinen. Horsch Pronto ist das, glaube ich, ne? Direktsaat müsste das sein. Habe ich mich für entschieden, weil wir spielen ja mit Precision Farming. Walze 10 Meter und mal einen ganz anderen Schlepper. Ich habe hier noch nie mitgespielt und habe mir gedacht, wenn nicht hier, wo dann? Weißt du, hier so ein groß, dick, größer. Nehmen wir den ausnahmsweise mal. Dahinter hängt jetzt 4,5 Meter Tiefenlockerer. Das ist das, was wir bis jetzt hier so an Maschinen besitzen. Mehr haben wir nicht. Ist eigentlich schon viel, ne? Aber mehr Maschinen besitzen wir im Moment hier nicht. Ich wollte euch das zeigen, ne? Horsch, könnt ihr euch gerne über meinen Alternativlink bestellen, falls ihr keinen Seasons Pass habt, ne? Sorry, muss mal Werbung sein. Das sind so die Maschinen, die da mit reingekommen sind. Es sind keine schlechten Maschinen, ne? Also, ich denke, wir werden hier noch ein paar von benutzen. Also, sie haben sich Mühe gegeben. Ich finde, die sind gut gemäht. Das Ding finde ich schon genial, ne? Kannst sogar Saattechnik dran machen. War ich erst am Überlegen zu nehmen, aber man muss sich auch noch weiterentwickeln können. Zwei Funktionen, ne? Finde ich richtig gut. Hier noch so ein riesen Düngerverteileinheit. Ach, guck mal, da kannst du direkt Dünger mit eingrobern. Der ist ja nicht schlecht, ne? Cool. Habe ich noch gar nicht gesehen. Machst du einen Düngertank dran? Fertig ist der Lachs, ne? Dann hier, Standardausstattung. Saateinheit, Gülleverteiler. Krass, guck dir das Moped an. Also ich glaube, da werden wir noch so ein paar Sachen von ausprobieren, ne? Guck dir das an. Echt nicht übel, Kübel. Sortonk, ne? Nicht schlecht, ne? Der ist für Saatgut und Dünger, schätze ich mal, ne? Kannst du dann da mal anbauen. Hier die Drille dazu, ne? Die hat man sonst vom Querneland. Die haben sie diesmal von Horsch gemacht. Ist auch nicht schlecht, oder? Damit. Ist schon cool gemacht, oder? Da 3 Meter, finde ich, ist eine coole Sache. In den anderen Spielständen, ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das haben sie auch richtig gut gemacht hier, ne? Also, fetten Respekt, Jungs. Die haben wir, Horsch Pronto. 6 Meter, finde ich, ist ganz gut. 4000 Liter sagt er, ne? Hier die große. Saatgut. Düngertank, ne? Auch ein Riesenmoped, ey, nicht zu verachten. Einzelkorndrille. Besitzen wir noch gar nicht. Habe ich auch noch gar nicht mit reingenommen. So, 630 Liter, auch nicht schlecht. Dann natürlich hier dieses Riesenmoped zum meisten legen, ne? 9000 Liter, kennen wir ja auch schon. Sind aber echt gut gemacht, die Modelle. Also, fetten Respekt. Striegel. Das ist mal ein Moped, wa? 24,5 Meter, ey. Jetzt hast du aber mal einen richtigen Striegel. Was läuft? Was bist du? Transformer. Ah, ist zum Kartoffeln hacken, ne? Striegeln, schätze ich mal. Naja. Ja. Siehst du ja da, Dämme. Zum Anhäufeln auch. Also, es lohnt sich schon von den Maschinen her, ne? Muss man nicht sagen. Also, heiliges Blade, also, ist schon krass. Aber wir wollen jetzt anfangen zu ernten. Wir müssen nämlich ernten.
Dann fahren wir schon mal mit dem Dreschkasten hin. Hüppen rein. Machen den Hobel mal an, ne? Das ist das, was wir besitzen. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Geld. Ich wollte hier auch nicht so klein anfangen. Weil, ja, ist es zwar immer schön und gut, klein anzufangen, aber man muss sich auch mal ein bisschen weiterentwickeln. Wir wollen jetzt als erstes die 21 mal runterbürzen. Dann fahren wir mal hin, ne? Und wie gesagt, halt mal ein anderer Fuhrpark, ne? Also nicht mal schienentechnisch, aber so was Trecker angeht und Dreschkasten sind wir halt mal ganz anders aufgestellt. Ich hoffe, wir kommen auch überall lang. So von meiner Intention mal ausnahmsweise dahinter, ne? Wie gesagt, ein bisschen Bullenmass, Kuhwirtschaft. Steine hatte ich eigentlich ausgestellt, sind aber trotzdem da, ne? Dankeschön dafür. Freue ich mich ja nicht. Oh. Wir hätten die Zwillinge nicht dran machen sollen. Sonst soll das ja hier echt tutti sein. Ich habe noch nicht viel gesehen. Ich erkunde das ja immer, wenn wir hier spazieren wollen. Das ist so unsere Fläche, ne? Da wollen wir anfangen. Einiges Blende, das ist aber auch ein Riesenmoped, du. Riesenmoped an Fläche, du leck mich fett. Schlechte New Orleans, wa? Also kannst du mit arbeiten. So, hier langsam hin. Ne, wir wollen doch hin. Ne, nochmal vorwärts. So, da musst du aber auch mit GPS fahren, du. Siehst du überhaupt nichts. Mach mal an. Wir fahren falsch rum, ne? Strohablage ist an, ne? Wir brauchen das Stroh. Wir wollen ja Stroh haben. Wir wollen ja auch demnächst Kühe und Bullen kaufen, wenn wir Zeit haben. Aber das machen wir nach und nach. Erst Futtermittel, hier langsam anfangen, starten. So ist der Plan. Nix. Über Eulen. Genau, jetzt mal gucken, ob das Projekt überhaupt bei euch ankommt, ne? Weil ich werde wahrscheinlich irgendein Projekt dafür rausnehmen müssen. Ich weiß aber auch nur nicht welches. Weil 7 Projekte am Tag ist viel zu viel. Das mache ich nicht mehr. Da bin ich ja ganz oben. So, aber jetzt fangen wir hier langsam an. Hoff, habt ihr gesehen, ne? Jetzt. Wir sehen, dass wir unsere Futtermittel ran oder diese kriegen. Was ist das denn da? Wir haben noch gar nicht, ne? Ist das Schafstall? Na, guck mal. Hier nicht mehr. Hier gibt es viel zu entdecken, ne? Das machen wir nach und nach. Ist das Schafstall? Was ist denn da? Oh, hier ist glaube ich Schafstall, ne? Immer. Ist auch nicht schlecht gemacht, ne? Cool. Jetzt siehst du erst alles, wenn du so langsam hier so rumdaddelst, ne? Cool, guck mal. Echt? Gefällt mir. Und guck mal, hier noch so ein kleiner Unterstand, ne? Cool. Schöne Weide, ne? Doppelt eingezäunt. Guck mal, eine richtig schön große Weide. Ey. Gefällt mir gut. Da kann man drüber nachdenken irgendwann mal. Wenn ihr mit Kartoffeln küsst.
Gefällt mir echt gut. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher hier. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.